Willkommen zurück zu Final Fantasy Online. Letzte Folge haben wir endlich geschafft, auf den Server zu kommen. Für mich endlich, bei euch war es nur eine halbe Stunde. Das ist unser Char, Smooth Lavender. Ah, ich mag den Namen. Dafür, dass ich mir den aus den Fingern gesaugt habe, passt der doch relativ gut, oder? Hör hin. Ich höre. Und was höre ich? Hör hin. Fühl es. Nice. Whoa. What the fuck? Das hat mich jetzt doch überrascht. Hör hin. Fühl es. Denk nach. Was geht hier ab? Gut, ich bin ein bisschen verwirrt. Aber ich hoffe, wir tragen nicht diese Rüstung. Dann sehen ja die anderen Leute gar nicht, wie schnieke wir sind. Werte Greisender, hey, hey! Ach, zum Glück. Sind wir sexy. Alles in Ordnung, Kindchen? Du stöhnst ja im Schlaf und schwitzt, dass man... Oh, oh ja, das macht dich... Sorry. Kommst mit dem Äther hier nicht zurecht, ha? Huh? Tja, manche sind empfindlicher als andere. Aber Kopf hoch, du gewöhnst dich dran. Oh. Das ist geil hier, Chocobos vorne zu ziehen. Die Teile hier, damit wir keine Räder brauchen. Halt! Sofort anhalten! Messingklingenhauptmann. Verflucht. Was denn jetzt schon wieder? Oh! So ein großes Schwert für so einen kleinen Mann? Zollkontrolle, los Männer, durchsucht die Ladung. Finger weg von meinen Sachen, ja? Hey, hey, wir sind hier alles ehrbare Leute, ohne Fehl und Tadel. Und etwas mehr Liebenswürdigkeit gegenüber dieser jungen Dame wäre doch durchaus angebracht. Oh, wieso bringt die mich denn ins Spiel? Oder meint ihr die hier? Maul halten! Die Ehrbarkeit sehen wir gleich an deinem Gepäck. Das hat er doch gerade aus seiner eigenen Tasche gezogen. Kamerad! Er hatte Somnusrauchharz bei sich. Ah! Wusste ich's doch, verbotene Substanzen, Väterchen. Wollt ihr das unschuldige Ulda verderben? Wir können die Sache gleich hier aus der Welt schaffen, gegen eine durchaus kulante Gebühr. Oder du kannst uns in eine gemütliche Zelle begleiten, deine Wahl, alter Mann. Ah, fuck. Dass sie's aber auch immer auf mich abgesehen haben müssen. Was? Wow! What the hell? Diamalja! Diamalja, greif mal an! Bleib zusammen und warte bereit! Ja moin! Ja moin, was sind das denn für nette Gestalten? Ah, du hast Glück, alter Mann, aber dein Gesicht merke ich mir. Und schnell weg. So ist gut. Alter, wie sind die denn drauf? Oh nö. Der Arme. Der Arme. Ha, das war knapp. Ein Beinaltal. Das waren die Messingklingen. Sowas wie die Stadtwache von Ulda. Die reinsten Wegelagerer, sag ich dir. Die nehmen einen übler aus als alle Wucherer vom Goldbasar zusammen. Ein Hoch auf die Amalja. Aber Scherz beiseite.
Das wird nicht dein letztes Treffen mit den Echsen sein. Bleib immer schön auf der Hut, hörst du? Bis Ulda ist es noch ein gutes Stück. Planen wir doch ein bisschen, wo du schon wach bist. Die zwei haben da wohl keinen Bock drauf, hm? Die da sind nämlich eher von der schweigsamen Sorte, wie es scheint. Die sieht auch ein bisschen zugedröhnt aus. Bisschen was vom Rauch hat's erwischt, hm? Bernd, oh, nicht Bernd. Brand ist mein Name. Fahrender Händler, freut mich über alle Maßen. Und du bist wohl eine Abenteurerin, was? Sonst wärst du nicht so ausstaffiert. Ach, ich sehe so gut aus. Voll ins Schwarze, wusste ich's doch. Der Ruf der Freiheit, Ruhm und Ehre, das wahre Leben. Solange du es hast, versteht sich, ist ja kein Geheimnis, dass die meisten von euch draufgehen. In Zeiten wie diesen. Und wie bist du aufs Abenteuer rangekommen, wenn ich fragen darf? Oh. Warum suchst du Abenteuer? Gibt es da noch mehr Auswahl? Oh, das ist einfach Schweigen. Ups. Wir hatten halt eine traurige Kindheit, sorry. Bitte, ich werde dich nicht löchern, ist ja auch deine Sache. Und dem alten Brand würde ich das sogar gar nicht auf die Nase binden, wenn ich du wäre. Ich meine, jeder hat ein Geheimnis oder zwei. Ich habe Dutzende. Und die bleiben auch besser geheim. Deswegen stecke ich auch meine Nase nicht in fremde Angelegenheiten. Hast du doch gerade versucht. Aber gut, wie der Bart aussieht. Aber merk dir eins, es gibt Wichtigeres als Gil und Ehre. Klar, nichts ist umsonst, aber der Tod kostet das Leben. Bist du eigentlich zum ersten Mal in Ulda? Yep. Bin das erste Mal in dieser Welt. Im Ernst? Wenn das so ist, dann lass dir mal von einem Ortskundigen erklären, was hier läuft. Ach, ich glaube, da hätte man das Tutorial überspringen können. Ja, das kann ich mir zumindest gut vorstellen. Aber wir nehmen das Tut mit. Und das ist auch ein großer Teil von Spielen, in die man neu eingeworfen wird. Ulda ist der Marktplatz Eorzeas. Eine Hochburg des Handels. Ein Paradies, um Geld zu scheffeln, zu investieren und wieder zu verlieren, wenn du es dumm anstellst. Die Royalisten und die Republikaner sind einander Spinnefeind. Spinnefeind auch noch nie gehört. Ehre der Sultana. Schreien die einen und Gil regiert die Welt, die anderen. Jeder will selbst die Zügel in der Hand halten. Ulda ist die reichste Stadt Eorzeas, gar keine Frage. Aber wenn ich die hässlichen Machtkämpfe hinter den Kulissen sehe, was bin ich froh, dass ich da nicht selbst drin verstrickt bin. Und dann sind da ja noch die wilden Stämme, wie du gemerkt hast. Dass die Amalja übermütig werden, ist in letzter Zeit geradezu an der Tagesordnung. Und das ist ausgezeichnet. Ein Fest für den Handel. Ein paar ordentliche Kämpfe und boom, die Preise steigen in den Himmel. Aber das bleibt unter uns, ja? Ja, kein Stress. Ah, endlich. Vor dir liegt die Perle der Wüste, voll strahlenden Reichtums, pulsierenden Lebens und tückischer Intrigen. Ja, mal gucken, wie die Perle aussieht. Tanalan, das karge Steppenland im Süden des Kontinents Aldenard. Inmitten des glühenden Sandes liegt eine Oase voll sprühenden Lebens und feiner Kultur. Ulda. Ja, interessant. Keine Palmen? Die unerschöpflichen Minen und Naltals Segen bescherten der Stadt ihren Reichtum, von dem die prächtigen Straßen mit Stolz zu erzählen wissen. Ja gut, keine Palmen, aber Kakteen. Die Mauern behüten Ulda wie ein kostbares Juwel, das sich nun einem Neuankömmling offenbart. Ulda, offenbare dich mir in all deiner Pracht und Schönheit. Los! Diese Abenteurerin ahnt noch nichts von ihrem Schicksal. Hier beginnt ein Abenteuer. Alles Glück der Welt, Teuerste. Es war mir ein Vergnügen. Ich muss auf dem Markt nach dem Rechten sehen und dann geht's gleich weiter. Keine Zeit zum Däumchen drehen. Ja, passt schon. Hier, das gebe ich dir zur Feier dieses frohen Tages, an dem du die Halunken... an dem die Halunken von Messingkling mal nicht mit ihren krummen Touren davon gekommen sind. Bisschen Kohle, oder? Der Händler hat nichts zu verschenken. Du hast mir immer noch nicht deinen Namen verraten. Na,
Aber viel wichtiger ist ja Folgendes. Dass du eine große Heldin wirst und ich dann allen erzählen kann, dass wir uns kennen. Na, wie klingt das? Klingt gut. Tschüss, möchtest du meinen Namen nicht wissen? Ich heiße Smooth Lavender. Welch außergewöhnliche Rolle wird sie für dieses Reich noch spielen? Eine große Rolle. Es beginnt in der Perle der Wüste. Mann, sehen wir gut aus. Habe ich doch hingekriegt, oder? Richtig gut habe ich das hingekriegt. Oh ja. Nice. Final Fantasy 14. Sehr schön. Ja, hätte man die vorige Folge auch aufhören können, huh? Na, wäre zu lang gewesen. Weil ich wieder so getrödelt habe beim Charakterstellen. Oh, das ist ein gutes Thumbnail. Du da! Ja, du! Oh, das ist ein lästiger Typ. Hey. Bist du neu in der Stadt? Du bist eine Abenteurerin, das sehe ich auf den ersten Blick. Haha, schau nicht so eingeschüchtert, ich beiß ja nicht. Ah, oh, beiß mich. Ich sagte sogar meinen Namen. Wyment, mein Geschäft ist der Handel mit Informationen. Erkläre ich dir bei Gelegenheit gerne mal. Jedenfalls kann ich dir sagen, was hier in Ulda so läuft. Was denn? Ich verlange auch nichts dafür. Komm einfach mal her, mach schon. Sehr suspekt. Ich weiß ja nicht mal, wie man läuft. Lerne ich das jetzt? Oh, sieht danach aus. Wieso ist da ein Blättchen neben meinem Namen? Willkommen in Ulda, der Oase des Wohlstands, die sich aus den Wüsten Tanalands erhebt. Bitte wähle aus, womit du das Spiel steuern möchtest. Ich bin ja normalerweise ein Controller-Kind. Aber so viele Skills, wie es in dem Spiel geben wird, wir nehmen Maustastatur, WASD, ja, WASD, warte mal, bewegen. Ach, man kann auch einfach beide Tasten gedrückt halten und nach vorne laufen. Kann ich das schon? Ne, kann ich noch nicht. Springen ist Leertaste, drehen und, oh, okay, das kann ich schon mal. Das sollte doch eigentlich den Charakter drehen. Rechte Maustaste und links, oh, hä? What the hell? Ich habe gerade hier rechte oder linke gedrückt, ist beides das gleiche momentan. Was ist denn eins? Oh, wenn du damit zurechtkommst, geh zu Wemmen und sprech ihn an. Das dreht. Ach, wer ist die? Ach so, nach links drehen, nach rechts drehen. Also man kann nicht einen Sidestep machen. Ach, er ist einfach geradeaus laufen und man hört nicht auf. Okay. Annunzier dich noch nicht so. Ich verspreche dir, es wird sich lohnen. Na, das kriegen, das werden wir doch schon irgendwie hinkriegen. Okay. Ja, Mann. Ich wollte doch noch gar nicht weglaufen. Was Fortschritt während der Aufträge? Die NPCs, die Aufträge anbieten, erkennt man an den Ausrufezeichen über ihren Köpfen. Ah, okay. Mache einen Rechtsklick auf das Zeichen, um das Auftragsfenster zu öffnen. Wyment scheint dir etwas mitteilen zu wollen. Nehmen wir an. Wenn du im Begriff bist, einen Auftrag zu beginnen, erscheint ein Fenster mit einer kurzen Einleitung und der Vergütung, die du erwarten darfst. Mit Annehmen fügst du den Auftrag deiner Aufgabenliste am rechten Bildschirmrand hinzu. Das sehen wir wahrscheinlich jetzt gleich. Bildschirmrand? Oh, nee. Na gut. Hey, alles in Ordnung mit dir. Du tappst hier rum wie ein hilfloses Chocobo-Küken. Pass auf, dass dich niemand zertritt. Tut mir ja leid, ich bin das erste Mal in dieser Welt. Sei froh, dass du an den guten Wyment geraten bist. Nur heute und nur, weil du es bist, werde ich mich ausnahmsweise mal unentgeltlich von einer Information trennen. Du willst in Ulda als Abenteurerin dein Glück versuchen? Dann solltest du als erstes im Treibsand vorbeischauen. Da hat die Abenteurergilde nämlich ihren Sitz. Ah, wie convenient, dass das gleich hier oben zu sein scheint.
Die Schenke findest du direkt in diesem Protzbau die Treppen rauf. Kann man gar nicht verfehlen. Die Wirtin Momodi hilft dir sicher bei der Registrierung als Abenteurerin. Sprich sie einfach an. Viel Glück, Küken. Wenn du es als Abenteurerin zu was gebracht und ordentlich Gil gescheffelt hast, dann denk an den guten Wyman. Als Informationshändler stelle ich meine Dienste jedem zur Verfügung, der sie sich leisten kann. Glaub mir, es lohnt sich. Okay, interessant. Auftrag angenommen. Ja, ich habe den Auftrag angenommen. Wirf einen Blick in die Aufgabenliste, um ihn erfolgreich abzuschließen. In der Aufgabenliste rechts am Bildschirm kannst du auf einen Blick erkennen, welche Aufträge du angenommen hast und was du dafür als nächstes machen musst. Es können maximal 5 Aufträge gleichzeitig angezeigt werden. Nicht aufgenommen. Angenommen. Lodestone? Ah, schließen wir das mal. Gut, wenn du auf den Titel klickst, öffnet sich der Auftrag in deinem Archiv. Gibt's dafür einen Shortcut? Bestimmt. Wenn du es auf... Oh, wie komme ich denn auf wenn du es? Und du kannst auf einen Blick sehen, welche Ziele und Belohnungen damit verbunden sind. Dann klicken wir da doch mal drauf. Willkommen in Ulda-Stufe 1. Was ist das Häkchen? Highlight oder? Okay, nächstes Ziel mit Momodi sprechen. Oh. Okay, ich glaube, das heißt nicht anzeigen. Das heißt einfach anzeigen. Und das heißt aktiv verfolgen. Dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Gut, dann schließen wir das Archiv. Dann schließen wir das Ding. Wir sollen mit Momodi sprechen und wir haben hier irgendwelche komischen Sachen. Kann man das auf bestimmte Tasten legen? Muss man die Leisten umändern? Das ist halt die Sache. Ich bin es eigentlich gewohnt, komplett mit der Maus zu steuern, auf den Boden zu klicken. Kann man das auch? Ja, ein bisschen ungewohnt. Aber das ist jetzt ohne WASD. Ich bin ziemlich gewohnt, dass zum Beispiel 1A ist, S, D, F, G, H und so weiter. Dass da dann zum Beispiel Q, W, E, R. Und auf der dritten Leiste, wenn hier noch eine gäbe, wäre das dann Y, X, C, F, V und solche Sachen. Ich könnte nämlich auch daran gewöhnen, das hier zu machen. Was ist das denn? Was ist das? Warum schwebt das hier mitten in der Luft? Was ist das? Na gut. Wir sollen hier hoch. Oh, da macht uns sogar jemand die Tür auf. Wer bist du denn? Rechtsklick zum Sprechen? Ja. Hinter dieser Tür liegt die Taverne Treibsand. Sie ist eine Anlaufstelle und ein Treffpunkt für Abenteurer aus nah und fern. Okay, danke für die Info. Dann latschen wir da doch mal rein. Sieht nach Magier aus. Was ist das hier? Ein schwarzes Brett? Warte mal, hier oben sieht man auf jeden Fall, dass wir da nach hinten müssen. Wir laufen mal ein bisschen mit WASD, um uns ein bisschen dran zu gewöhnen. Miau, miau. Schließe einen Auftrag durch einen Rechtsklick auf einen NPC mit einem Häkchen ab. Ah. Für das Abschließen eines Auftrags erhältst du Routine, Gil und andere Vergütungen. Ja, hey. Was verschafft mir die Ehre? Lass mich raten. Du bist hier, um dich als Abenteurerin zu registrieren, nicht wahr? Du hättest dir keinen schöneren Ort als Ulda für den Start deiner Karriere aussuchen können. Gestatten? Ich bin Momodi, die Wirtin des Treibsands. Und außerdem Mädchen für alles im Dienste der Abenteurergilde. Ich kümmere mich um die Neulinge, die in Ulda ihr Glück versuchen wollen. Leute wie dich also. Dachte ich schon, warum habe ich denn Grünzeug im Haar, aber naja, das ist einfach... Wenn du es so willst, ich bin es, die hier die Hosen anhat. In meiner Position als Chefin bin ich natürlich äußerst besorgt um das Wohl Uldas. In dieser Hinsicht machen uns in letzter Zeit die Amalta besonders viele Probleme. Ich soll mich doch von denen fernhalten. Und zu allem Überfluss scheinen sich neben den wilden Stämmen auch die fiesen Garlea wieder zu regen. Ups. Das Geräusch sollte man nicht hören. Ja, moin. Hi, Mädels. Alles klar bei euch?
Die Stadt mag ja friedlich und ruhig erscheinen, doch ihre Bewohner sind erfüllt vor Sorge. Die Narben der schlimmen Ereignisse von vor 5 Jahren sind nämlich noch lange nicht verheilt. Ja, die 7. Katastrophe hat großes Leid über Eosea gebracht. Dieser schwarze Drache, der sich in den Mond Dalamund verbarg, hat Eosea ganz schön verwüstet. Der ist Bahamut. Kein Ding. Kannst ihn ruhig schwarzer Drache weiter nennen. Ach, wir sind hier zwar relativ glimpflich davon gekommen, aber auch in Tanalan gab es viele Opfer. Nur, aus unerklärlichen Gründen kann sich niemand so recht an die genauen Hergänge erinnern. Es gibt weder Dokumente noch verlässliche Augenzeugenberichte, die Antworten auf unsere Fragen liefern. Das bereitet den Leuten hier wohl das meiste Unbehagen. Oh, was geht mit denen? Nur eines wissen wir sicher. Es gab viele Helden, Abenteurer wie dich, die für Eoseas wohl gekämpft haben. Wir werden euch für immer dankbar sein, so viel steht fest. Und wir würden uns gerne bei jedem Einzelnen erkenntlich zeigen, dass so wie Bahamuts Flammen die Erde bis zur Unkenntlichkeit verbrannt haben, scheint ihr Gleißen auch die Seiten unserer Erinnerung bis zur Unleserlichkeit ausgeblichen zu haben. So sehr wir uns auch an ein Gesicht zu erinnern versuchen, alles was wir sehen, ist ein flirrender Schatten in blendendem Licht. Einige haben deshalb angefangen, die Helden als Krieger des Lichts zu bezeichnen. Klingt ziemlich poetisch, findest du nicht? Auf den Kriegern des Lichts ruht unsere Hoffnung. Wir brauchen mutige Abenteurerinnen wie dich, die die finsteren Schatten auf unseren Herzen mit ihrem Licht der Zuversicht vertreiben. Ich mag vielleicht nicht so leuchtend strahlend aussehen, aber ich werde eure Seelen erhellen. Wenn du uns hilfst, werden wir tun, was wir können, um auch dich zu unterstützen. Eine Hand wäscht die andere. Geht klar. Oh, danke, ich habe gespürt, dass auf dich Verlass ist. Auf mich ist immer Verlass. Möge dein Tatendrang unseren Bürgern ein Vorbild sein, damit sie aus ihrer Lethargie erwachen und wieder ihrem Tagewerk nachgehen. Ach, ich vermisse das laute Falschen in den Gassen nämlich sehr. Und mehr noch das liebliche Klimpern klingender Gill. Geld geil. Aber ihr werdet die Stadt schon eher wieder mit Leben füllen. In meinen Kassen mit so viel Gill, dass ich den Laden hier 10 Jahre früher dicht machen und mich zur Ruhe setzen kann. Ein Hoch auf euch Abenteurer. Geld geil. Ja. Jetzt sind wohl ein bisschen die Chocobos mit mir durchgegangen. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, deine Registrierung. Also, du musst einfach nur hier unterschreiben. Keine Angst, ich versuche nicht, dir Teppiche oder anderen Plunder unterzujubeln wie Waschmaschinen oder sowas. Das kennen wir hier gar nicht. Zumindest keine Teppiche. Waschmaschinen. Unterschreib einfach. Okay. Kein Problem. Darf ich selber unterschreiben? Nein. Genauso unleserlich wie meine Schrift. Smooth Lavender? Ach, das klingt in der Tat ziemlich geil. Mhm. Herzlichen Glückwunsch! Du bist jetzt offiziell ein Mitglied der Abenteurergilde. Spül ordentlich Gill in unsere Kassen, hörst du? Ich flehe euch an. Habt Erbarmen. Ich zahle das Geld ganz sicher zurück. Morgen schon! Schuldeneintreiber, Alter. So klar. Tut mir ja echt leid, Mann. Aber selbst meine Nächstenliebe gibt's nicht ewig zinslos. Du hast meine Geduld bereits über Gebühr strapaziert. Nehmt den mit, damit wir uns in Ruhe unterhalten können. Gnade! Du liebes Lieschen, da hat wohl mal wieder jemand das gesunde Verhältnis von Haben und Soll nicht verstanden. Dass man nämlich besser immer was in der Tasche haben soll. Haha, merkt ihr das? Wenn du es in Ulda zu was bringen willst. Ah, ich bin so lustig. Wenn es um Wucher und Halsabschneiderei geht, kannst du dich vertrauensvoll an mich wenden. Ich bin nämlich Spezialistin auf dem Gebiet. Der Prävention solch unlauterer Geschäftspraktiken natürlich. Mhm. Und bei Liebeskümmerlei ich dir auch gerne ein Ohr. Hihi. Schließlich gibt's keine Beziehung, die Gil noch nicht gekittet hätte. Zumindest für eine Weile. Redet die von Noten? Also dann, viel Erfolg auf deinen Wegen. Du wirst dich sicher vortrefflich schlagen. Ich glaube auch. Immerhin haben wir es gelernt, wie man läuft. Wenn du möchtest, kann ich dir gerne noch mehr über unsere schöne Stadt erzählen. Sprich mich einfach wieder an, wenn dir der Sinn danach steht. Und du wirst sehen, schon bald schlängelst du dich wie ein junger Orobon im Wasser durch Uldas Gassen. Ja, mal gucken, wie schnell wir mit der Steuerung klarkommen.
Dafür kriegen wir 103 Gil und 400 Routine. Nein! Ich habe ablehnen gedrückt. Oh, scheiße. Ich dachte, da steht annehmen. Kann ich das über... Warte mal. Möchtest du den Durchlaufmodus einschalten? Benutze zum einen Ausschalten die Leertaste. Warte mal. Wenn aktiviert, laufen in nicht vertonten Videosequenzen... Nee, ich möchte das nicht... ich möchte das ehrlich gesagt überspringen. Ah ja. Okay. Ich möchte nur das hier drücken. Na, dankeschön. Alter, das war wieder mal typisch. Erste Quest. Ablehnen! Damit ist die Einführung ins Spiel beendet. Du hast deine ersten Schritte als Abenteurerin in Ulda unternommen. Die Welt von Eorzea liegt vor dir. Lass dich von Momodi in die unglaublichen Abenteuer einführen, die dich erwarten. Ja! Level 2! Erfahrungsstufe gestiegen! Wupp, wupp! Jetzt können wir sogar schon Feuer spucken, scheinbar. Elementarbalken freigeschaltet. Was ist das hier? Licht, Feuer und Schatteneis sind spezielle Statuseffekte, die es Taumaturgen erlauben, durchgehend hohen Schaden zu verursachen und zugleich ihre MP-Reserven zu schonen. Aha. Und wo sehe ich die? Und was ist das hier? Wo sehe ich denn hier Licht, Feuer und Schatteneis? Naja gut, sehen wir wahrscheinlich hier noch. Beim Einsatz eines Feuerzaubers erhält ein Taumaturg den Effekt von Lichtfeuer, der den Attackewert, aber auch die MP-Kosten seiner Feuerzauber erhöht. Die natürliche oder durch Status bedingte MP-Regeneration ist ausgesetzt, auf der anderen Seite senkt er den Attackewert und die MP-Kosten von Eiszaubern, also sollte man das wohl switchen, immer Feuer, Eis, Feuer, Eis. Umgekehrt erhält ein Taumaturg beim Einsatz von eines Eiszaubers den Effekt von Schatteneis, der die natürliche Regeneration von MP erhöht und die MP-Kosten von eisbasierten Zaubern verringert. Oh. Gleichzeitig senkt er den Attackewert und die MP-Kosten von Feuerzaubern. Okay, mal gucken. Also Eis zum Regenerieren und Feuer zum Angreifen, oder wie? Mit zunehmender Stufe des Taumaturgen erhöht sich die Anzahl der Lichtfeuer- und Schatteneiseffekte, die sich stapeln lassen. Je größer der Stapel, desto stärker der Effekt. Das Erlernen des richtigen Zeitpunkts zum Wechseln zwischen Feuer- und Eiszaubern ist der Schlüssel zum Erfolg in ausgedehnten Kämpfen. Okay. Dann hier noch was. Bedeutsame Aufträge, die Geschichte von Eorzea und seinen Bewohnern erzählen, werden als Aufträge des Hauptszenarios bezeichnet. Diese Aufgaben sind an dem besonderen Meteorsymbol zu erkennen. Oh, so wie hier. Na gut. Es gibt Aufträge, die erst durch den Fortschritt in einem anderen Auftrag freigeschaltet werden und die besondere Inhalte oder Spielelemente einführen. Lass dir diese Aufgaben nicht entgehen. Ich habe schon gesehen, ich habe es mir so einen kleinen Skilltree angeschaut, weil sonst hätte ich auch nicht gewusst, wie viele Skills irgendeine Klasse haben kann. Da gibt es einige, wo es heißt, durch Quest erlangbar. Gut. Elementarbalken freigeschaltet. Den hatten wir vorher schon gesehen, aber ja gut. Warum der auch mitten im Sichtfeld hängt, keine Ahnung. Dir hat sich das Wissen über Lichtfeuer und Schatteneis erschlossen, somit steht dir nun auf der Elementarbalken zur Verfügung. Feuerzauber versetzen dich in den Zustand des Lichtfeuers. Das gierige Feuer verlangt nach mehr MP, verstärkt deine Feuermagie, dafür aber immens. Im Gegensatz dazu steht das Schatteneis, das durch Eismagie hervorgerufen wird und deine MP-Regeneration enorm beschleunigt. Danke. Kann man den irgendwie verschieben? Vielleicht in den HUD-Einstellungen. Oder HUD, nicht HUD. Meine HUD ist hier nicht ganz so... zugegen. Ich möchte es mal nur kurz gucken. Ne, da gibt's keine Quests. Ne, komm, dann gucken wir jetzt einfach hier, was die auch zu sagen hat. Momodi möchte dich auf eine Schnuppertour durch Ulda schicken, um dir deine ersten Schritte als Abenteurerin zu erleichtern. Das nehmen wir doch mal an, dann lernen wir die Stadt auch ein bisschen kennen. Ich werde zwar eh alles vergessen, aber das passt schon. Na, bist du bereit für dein erstes Crossen als Abenteuer? Na, in Ordnung. Dann will ich dich zuerst einmal die wichtigen Einrichtungen deiner neuen Heimat vorstellen. Dein erster Spaziergang sollte dich zum Ätherdrütenplatz führen. Den findest du, wenn du den Treibsand durch die Vordertür verlässt und dich dann westlich hältst. Der Platz verdankt seinen Namen dem riesigen Kristall, der auf ihm steht. Ätheriten sind äußerst praktische Fortbewegungsmittel, die sich ganz einfach durch Berühren aktivieren lassen. Ich bin mir sicher, dass du sie während deiner Abenteuer schon bald sehr schätzen wirst. Teleportsteine? Hört sich da noch an.
Der nächste Abstecher sollte dich zur Thaumaturgengilde führen. Du bist schließlich eine Thaumaturgin, nicht wahr? Allerdings erweckst du nicht den Eindruck, die arkane Kunst schon gemeistert zu haben. Hey. Da kann ein Besuch bei deiner erfahrenen Kolleginnen und Kollegen nicht schaden. Die haben bestimmt noch an den einen oder anderen Tipp für dich auf Lager. Und ehe du dich sehr siehst, kannst du es grotesk... kannst du es getrost mit der legendären Shan Shatoto aufnehmen. Für den Kampf würde ich mir sogar einen Stehplatz in der ersten Reihe sichern. Gesetzt den Fall natürlich, dass ich auf dem Saphirstraßenmarkt günstig eine Karte erstehen kann. Womit ich beim nächsten Thema wäre, der Markt ist eine prima Anlaufstelle, um sich mit neuer Ausrüstung und Proviant für Streifzüge durch die Wüste einzudecken. Waffen und Rüstungen findest du da selbstverständlich, aber auch fremdländische Waren von überall auf der Welt. Allein zwischen den Ständen umherzuschlendern und sich die Auslagen anzuschauen, ist ein Besuch schon wert. Allerdings solltest du aufpassen, dass man dich nicht übers Ohr haut. In Ulda regiert das Geld. Mit dem nötigen Geld kannst du dir alles kaufen, was du dir erträumst. Auch mich. Leider gibt es aber auch immer wieder Schlitzohren, die unerfahrene Abenteuer wie dich übervorteilen zu versuchen. Was? Ich werde dir ein Empfehlungsschreiben mitgeben, dass du bitte dem Marktvorsteher Seseroga vorzeigst. Der wird dich dann sicher unter seine Fittiche nehmen und dich in die Welt des Handelns und Feilschens einführen. Ja, und das wären sie eigentlich auch schon, die wichtigsten Orte in Ulda. Natürlich gibt es sonst noch viel zu entdecken. Neugier ist der beste Fremdenführer, also lass deine Entdeckungslust einfach freien Lauf. Zum Schluss möchte ich dir noch einen Rat mit auf den Weg geben. Vertraue niemandem. Die Reichtümer Uldas haben seit jeher Halunken und Halsabschneider angelockt und die meisten Leute hier haben nur dein Bestes im Sinn. Deine Gil. Wenn du dich allerdings clever anstellst, bietet dir diese Stadt so viele Möglichkeiten wie sonst wohl keine in Eorzea. Jeder ist seines Glückes Schmied, also mach was aus deinen Chancen. Und sei den raffgierigen Egoisten hier mal ein gutes Beispiel und hilf deinen Mitbürgern in Not. Darum sollte es nämlich eine ganze Menge in allen Gesellschaftsschichten geben. Ob reiche Geschäftsfrau oder bettelarmer Flüchtling. Probleme machen vor niemandem halt. Das stimmt wohl. Ich glaube, damit hätte ich dir jetzt alles Wichtige für den Anfang gesagt. Wenn du weitere Fragen haben solltest, kannst du mich gerne jederzeit ansprechen oder du sprichst mit dem Lehrmeister, der für die Abenteurergilde arbeitet und dir ein paar Tipps geben wird, um den Start ins Abenteurerleben zu erleichtern. Ansonsten viel Erfolg bei deinen ersten Schritten als Neu-Uldanerin. Dankeschön. Moin. Servus. Jawohl. Auftrag angenommen. Auf jeden Fall. Geht's noch? Oh mein Gott, eine Schildkröte! Oh, eine fliegende Schildkröte. What the fuck? Jo, das sind hier wohl... Menschen. Okay. Wir gucken uns das hier mal nächste Folge an und stürzen uns dann einfach in die Welt. Ich bin gespannt. Wir sehen uns nächste Folge hoffentlich. Macht's gut, bis dann. Ciao.